Oh, ich bin wieder ins Wasser gefallen. Da steht da ein Creeper auf dem Eis. Wie machen wir denn das jetzt mit den Sachen? Ich habe schon viele Sachen von dir eingesammelt. Ja, aber wie transferieren wir sie? Ich bringe sie mit. So, das waren meine letzten Pfeile. Hast du jetzt alles Wichtige in deinem Inventar unterbekommen? Ja, ich bin auch hier am Sammeln. Ich habe hier noch eine Kiste oben stehen. Ich habe eine Kiste unter Wasser stehen, in meiner Unterwasserübernachtungshütte. Und eine Kiste hier. Erstmal das Iglo checken. Da ist nichts Gefährliches drin. Das Iglo ist ja auch ein guter Punkt. Das heißt, hier gibt es eine geheime... Ah, hier ist Eisen noch. Das Eisen könnte ich noch schmelzen. Ansonsten habe ich hier noch die Sonnenblumen, die ich für Luzi gesammelt habe. Die würde ich gerne mitnehmen. Der Farn ist nicht so wichtig. Diorit ist gar nicht wichtig, dann bleibt es hier. Also ich habe jetzt 64 Ton und 9 Ton. Die muss man halt zurück, die muss man wieder abbauen halt, ne? Mhm. Das muss man wieder zurückarbeiten sich. Und das ist alles an Dings, was du da bekommen hast, an Tonklumpen. Nee, Tonklumpen hatte ich viel mehr. Ich habe es ja zu Lehmklumpen ja, hatte ich viel mehr. Ich habe es ja zu Ton gesteckt. Ach so. Damit ich Platz im Inventar habe. Ich habe nur noch 2 von den Tonklumpen. Ja, aber du hast alle gesteckt zu deinen... Ja, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, dass unter Wasser was verloren gegangen ist. Aber ich hatte auf alle Fälle 4x64 Tonklumpen. Ja, okay, das war deutlich weniger, als ich hatte. Ach so? Ja, ich hatte fast ein halbes Inventar voll. Ja, das tut mir leid. Dann sind die jetzt auch weg mittlerweile, weil wir halt nicht geschlafen haben. Ich kann noch mal gucken, aber ich glaube nicht, dass da noch was rumliegt. Halt schade, weil die hätten wir gut gebrauchen können. Ja, ja, klar. Ich tauch's noch mal ab. Die Stelle, wo du starbst. Gestorben bist. Okay. Jetzt ertrinke ich selbst auch noch mal. Das ist natürlich ein guter Plan. So, erstmal Fackel gesetzt. Nee, hier ist sonst nichts mehr. Huch. Gib mir die wieder. Gib mir die doch. Hoch mit uns. So. Da ist ja schade. So ein bisschen. Wir haben immer Drama bei uns, ne? Ja. So. Dann werde ich mich jetzt auf dem Weg ins Boot und auf dem Heimweg machen. Dann versuche ich auch mal das Heim zu finden. Ja, das Dorf müsstest du ja hinbekommen eigentlich. Das müsste ich einfach finden. Bloß ich weiß nicht, ob ich das Bett, was ich jetzt habe, zur Spawnhütte bringen kann, weil ich nicht mehr weiß, wo die ist. Stirb doch einfach. Dann ist das Bett weg. Stimmt. Das ist korrekt. Kleines Problem. Was haben wir da vorne? Das da ist ein Birkenwald. Das ist Tintenfischballett. Was gibt's da hinten noch? Ich bin ja schon neugierig, noch hier rumzufahren, aber nee. Heimweg ist wichtiger. Ich glaube, ich finde das, weil hier kommt es mir irgendwie bekannt vor. Das ist schon mal gut. Ich sehe Fackeln. Lalalala, ja, ich glaube, ich bin lalalala. Das sieht man mal unter Wasser so ein bisschen, weil hier über Wasser ist ja gerade gar nichts zu sehen. Lass mal kurz so. Dann können wir die Unterwasserlandschaft der 1.12 genießen. Die Tintenfischchen sind irgendwie sehr präsent gerade und sehr süß. Schon niedlich. Es gibt viele Lichtbugs gefühlt wieder in der 1.13, fiel mir so auf. Ich brauche aber die Karte jetzt doch. Ups. Die Karte brauchte ich F1. Ja, ich bin aber auf Kurs, kein Problem. Alle Dude. Ah, okay. Da vorne ist eine Sandbank, der muss ich ausweichen. Das gibt sonst. Ja, aber diese Boote hier sind unkaputtbar, ne? Also, natürlich. Nicht unkaputtbar. Du kannst natürlich in Lava werfen oder so. Das ist logisch. Aber ansonsten sind die Boote hier, diese, ich glaube, seit der 1.10 oder so sind drin oder 1.9 oder wann sie kamen, sind die unkaputtbar. Also, die kannst du jetzt nicht mehr kaputt fahren oder du kannst sie halt auch nicht kaputt hauen, sondern. Alles gut, immer. Sie sind very solide. Aber es war ja auch früher mal eine Qual mit den Booten. Bist du mal ein Seerosenblatt oder einen Tintenfisch gefahren, schon war das Boot kaputt. Das war ein bisschen lächerlich, ja. Die Boote hier sind jetzt ein bisschen zu stabil, fast schon. Aber ja, also ja, hast absolut recht.
Das war schon sehr anstrengend oft. Aber ja, und man gut, die Boote hier lassen sich in meinen Augen sehr störrig nur steuern, die wir jetzt haben. Aber dafür kann man sich halt echt auch umblicken und hält den Kurs. Das war ja früher auch nicht so. Du konntest dich ja nie umgucken, ne? Weil du ja immer nicht umgeguckt hast, hast den Kurs verloren. Immer weil das Boot, gefahren, ja. Der Boot ja auch auf die Maus reagiert hat. So, ich bin jetzt schon wieder an der Stelle angelandet, wo wir den Sandstein abgebaut haben, falls du dich erinnerst. Ich könnte das Boot genauso gut hier liegen lassen. Theoretisch. Ich brauch's ja nicht. Na, ich nehm's doch mit. Boote kann man ja relativ einfach bauen. So, ein Bett habe ich dabei, das ist wichtig. Dann gehe ich mal weiter. Wo gehe ich denn am besten? Lang, da, lang, lang, dang, da, 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 da. Was haben wir hier? 27, da kann ich ja nochmal drauf rumklöckern. Dann machen wir das doch. Also ich bin jetzt im Lager. Ja, das ist schön für dich. Zumindest kannst du dann auch ins Bett gehen, wenn es früher Abend ist. Da bin ich sehr dankbar für. Dann kann ich nämlich auch ins Bett und kann hier mitten im Wald schlafen. Wo schon jetzt am Tag rote Punkte rumlaufen, wie ich gerade sehe. Grusel, grusel. Ich hab Angst. Ups. Jetzt habe ich noch mehr Angst, weil die Maus verrobbt hat wieder. Lalalala. Wie viel haben wir denn? 41. Ich habe irgendwie gefühlt auch von dem Mosey Cobblestone verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das sein kann, aber gefühlt ist er weg. Dubios, dubios. Eisen haben wir fast gar nicht mehr. Ja, das war einer der Gründe, warum ich irgendwie mal Versorgung machen wollte in irgendeiner Form. Und ich dachte mir, auf einer Reise kriegen wir garantiert auch Eisen mit. Sollte vielleicht auch mal eine Mine anlegen. Wie meinst du eine Mine? Beim Dorf, also einen tiefen Schacht buddeln. Du meinst ein Strip Mining machen? Im Grunde? Ja, zum Beispiel. Aber unterirdisch, so dass man es nicht sieht. Ja, das ist klar. Ach, hier kamen wir lang, hier haben wir abgekrabbelt. Ich erkenne das wieder. Da hatten wir die grobe Erde mitgeholt. Ich kann mich erinnern. Wie viel habe ich denn jetzt von dem Mosi? Na, da kann ich mir die fehlenden 1, 2, 3 ja gerade auch noch aus der Wand reißen. So, weiter geht's. Hui. Die Fichten brauchen wir aktuell ja nicht. Wir haben ja auch Fichte bei uns. Hast du jetzt Schafe in die Dings gemacht? Nee, ne, du hast kein Bett da aufgebaut, ne? Nee, hab ich nicht. Gut, ich schlachte mir mal gerade hier Bett zurecht. Dass ich, wenn ich an der Spawnhütte vor... Jetzt komm. Da sieht man mal, wie dieses Slashen da einfach drauf rumklöppeln mittlerweile nicht mehr funktioniert. So. Ich habe jetzt dreimal weiße Wolle. Weiße Wolle... Und werde dann ein Bett bauen, wenn ich dort bin. Ich müsste ja da irgendwie vorbeikommen. Ich kann auch mal nochmal auf die Karte gucken. Weil es ist bald Schlafenszeit, ne? Na, noch nicht ganz. Wie weit bist du denn noch ungefähr entfernt? Oh je, ich traue mich gerade nicht auf die Karte zu gucken. Hier ist alles rot. Und tatsächlich hat irgendwer geschossen. Oder geklappert. Also, ich bin auf jeden Fall in Bettnähe. Ja. Ich möchte halt auch gerne so ein bisschen aus dem Walde raus. Oh, hier gefällt es mir eigentlich ganz gut für eine Nacht. So am Wasser. Geht. So mal ein bisschen Lichter, also eine kleine Lichtung gefunden. Das macht es ein bisschen weniger schlimm. So. Ja. In einer Stunde ist Bettzeit. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Die Wolle ist da, genau. Und hier die zwei Bruchsteine. Die nehme ich nicht weiter mit, dann stelle ich hier so einen Stiel hin. So. Etwas von Schlafen im Grabstein, ne? Also im Grab. Boah, Alter, ist der Baum da hoch. Ach, Mensch, Luzi. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in Aufnahme bin. Mensch, Luzi, 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 Luzi. Ich hoffe, es war, wahrscheinlich war der Nokia-Tune von meinem Nokia-Handy sehr laut. Also ich habe ihn gehört. Das habe ich mir gedacht. Du kannst nur nachts schlafen. Wusstest du das eigentlich?
Ja, ich wusste auch, dass ich zu weit vom Bett entfernt bin. Ja, ich nicht. Nachts schlafen, nachts nur, du kannst nur. Nachts schlafen, du kannst nur. Schlafen nachts nur, du. Bin im Bett! Ich auch. Guti, gut. So, mal umgucken. Nur nachts schlafen, du kannst. Nur nachts schlafen, du kannst. Das ist die alte Jedi-Weisheit. So, ich laufe noch in die richtige Richtung, hoffe ich. Oh, guck mal, da ist ein bisschen Lichter. Lava, Lichter, lecker. Und was haben wir da hinten? Aha. This is not more, any longer the Tiger Wood. Das ist sogar Reason Tiger Wood. Und da ist die Farnhöhle wieder auf der Karte. Ist ja auch interessant. Also ich bin hier... Nährst dich. Ja, ich ernähre mich und nähere mich und näher mich und was ich so tue. Oh, eine Ebene und da hinten ist eine fliegende Insel und ich möchte sie töten und von die Wand, die Welt reißen. Aber bis ich da oben bin, ist auch wieder aller Tage Abend. Grunz nicht so. Hallo? Schnell weg. Lalalala. Ich laufe hier gerade über sanfte grüne Wiesen. Das ist total idyllisch. Idyllisch. Konkret ist voll idyllisch und jetzt stehen hier auch noch schwarze Pferde, weißt du, für Furi. Furi in das Slaughterhouse. So, ich muss mal kurz auf den Karte gucken. Wo ist denn unser Spawn? Ich bin jetzt da an diese Punkt. Ach, das ist ja noch. Ach, aber da komme ich am Spawn vorbei. Guck mal, ich bin voll auf Kurs zur Spawnhütte. Das heißt, ich kann da ein Bett hinstellen. Und damit werde ich uns einen großen Gefallen tun. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass ich als der biggest Minecraft-Survival-Noob ever irgendwie immer ganz ungeschoren durch die Aufnahmen komme, während alles um mich herum stirbt. Selbst ein Piccolo. Das finde ich ein Phänomen. Das hat mit Talent bei mir nichts zu tun. Das ist schieres Glück. Ich arbeite mittlerweile sogar wieder am Turm. Ah ja. Ich bin ja, bin Blümchen am Angucken. Blümchen? Blümchen, ja. Hier gibt's zwei hohe, ich glaube, das sind die Pfingstrosen. Weil ich am Überlegen, ob ich mir welche pflücke, aber, nö. So, wo sind wir denn hier? Hier müsste doch irgendwo schon mehr oder weniger der Spawn sein fast, ne? Nee. Das ist noch ein gutes Stück da drum. Also. Ui. Buh. So. Also ich habe vor, unter meinem Turm noch Gewölbe anzulegen. Insofern könnte man dort auch eine Mine anbringen. Ja. Und auch wenn wir jetzt bezüglich dem lieben Groschi Klarheit haben, freue ich mich immer noch über Groschis Soundpack. Ja, genau. Er hat halt so eine niedliche Stimme, ne? Das ist, da, ich sehe das Spawnhaus. Ich sehe das Spawnhaus und so 3 Meter davor so bumm. Kommt man hier durch das Loch durch? Ja. Oh, Alter, hier ist so bunt. Und hier, das hier ein Monster ist. Eigentlich müsste in diesem Blumenwaldbiom müsste eigentlich so eine Nicht-Spawning-Ära für Monster sein, finde ich. Oder? Das ist so idyllisch. Der Knoblauch wächst. Knoblauch. Ja, weiß jetzt nicht, ob Creeper sich von Knoblauch... Och. Ja. Wer hat denn hier keinen Boden gelegt? Na, Herr Skytas. Skandal um Rosi. Ich habe zufällig Sandstein dabei. Das war jetzt nicht unbedingt... Aber gut, dann... Das kommt mir gerade so... Der Klassiker. Erst später den Boden legen. Wo ist denn kein Boden gelegt? In der Hütte. Am Spawn. Oh, da bist du schon. Ja. Ich lege Boden. Am Spawn. Und dann stelle ich hier noch ein Bett rein. Dann haben wir dieses leidige Thema, ich bin tot und habe kein Bett, endlich durch. Dafür mussten jetzt nochmal 3 Schafe sterben. So.
Jetzt haben wir einen Boden. Was ist nur los mit der Maus? Also es liegt irgendwie an Minecraft. Kommt zum Beispiel auch in der 13 ohne, oder beziehungsweise es liegt vielleicht auch in Forge. Also ich kann es mir nicht ganz erklären, was da vor sich geht. Aber so halb. Ich war gerade auf dem Turm und musste tatsächlich die Sichtweite runterstellen, weil es da so weit gerendert hat, dass Minecraft geleckt hat. Oha. Ja. So, dann gibt's ein weißes Bett. Ich wollte jetzt auch ein Strohbett machen können, aber nee, ich mache ein weißes Bett. So, da hinten kann man's hinmachen. Guck mal, so, ist doch nett. So, das Born ist jetzt bebettet. Habe ich ein Schild sogar dabei? So. Nothütte. Das sieht komisch aus, wenn man das in einem Wort schreibt. Wir könnten ja dann auch eigentlich mal den Tunnel von der Hütte zum Dorf graben. Irgendwann mal. Ja, das ist nur fürs Video nicht so spannend. Also von der Sache her, ich kann als Kamera immer weniger machen als alle anderen. Nein, aber ich könnte das durchaus übernehmen. Ja, das könnte man theoretisch. Die Frage ist, welchen Mehrwert man von diesem Tunnel hat. Das ist eher die Frage, ob wir nicht mal einen Weg zu dem Nachbardorf bauen. Was dir halt noch fehlt, ist tatsächlich die Journey Map. Weil dann hättest du nämlich auch die ganzen Sachen, beziehungsweise ich könnte dann theoretisch auch mal für Journey Map einfach die Daten des Saves euch zur Verfügung stellen, so dass ihr im Grunde die ganzen Punkte auch auf der Karte habt. Ich habe hier nochmal Lehm gefunden. Ich kenne ja deine Leidenschaft dafür und meine auch. So, dann mal schnell den Lehm holen. So, ist das alles? Nein, da ist noch was, aber da möchte ich gerne erstmal atmen. Und vielen Dank. So, Lehm. So, du auch noch. Dann mal gerade kurz durchatmen. So. Und hier nochmal und da. Ich muss gerade so ein bisschen an Portal Knights denken. Da habe ich mich in einer der letzten Folgen total durch den Berg gefräst. Allerdings mit so einem Bergbauhammer, was total geil ist. Das war so eine Special Quest. Da gab es dann zum, wenn du Kohle abgebaut hast, immer dann noch Eisenerz dazu. Das war super gut. Vor allem, weil wir noch keine Welt entdeckt haben, in der es... Ich will gerade die ganze Zeit fliegen. So. Weil wir noch keine Welt entdeckt haben, in der es Eisenerz gibt. Weil das ist ja so eine gesprengte Welt in Portal Knights. Und schwimmst du jetzt mal da lang? Boah, Alter, das ist schlimmer als... Oh, ich komme ja gar nicht wieder weg. Der verarscht mich doch. So. Siehst du was? Nee, also jetzt da lang. Und da lang. Da kommt mir jetzt das Wasser entgegen, aber ich komme trotzdem raus. Alter. Die Minecraft-Strömung ist irgendwie harter Tobak mittlerweile, kann das sein? Ich werde dann gleich im gleichen Atemzug wie mit dem Baum die Mine anfangen, darunter. Die was? Die Mine. Die gute Mine oder die... Ja, die mache ich zum bösen Spiel. Ja, klar. Aber nein, pass auf, dass du nicht Ärger mit Majestics bekommst. Nein, aber uns gehen immer mehr so Sachen wie Eisen und... Ja, ich weiß. Eisen und was sagtest du gerade? Und Stein, ja. Ja, also ich wollte auch nochmal nach unten in die tiefen Wege. Also diese Minenschacht, der da unterm Dorf liegt, beziehungsweise es scheinen ja doch mehrere Minenschächte zu sein, die da unterm Dorf liegen. Und da wollte ich auch nochmal rein, tatsächlich. Der Skytas hat ja wohl auch nochmal weitere entdeckt und da gibt es sicherlich noch tolle Sachen drin. Aber jetzt, da habe ich das Kreuz gesehen, das Gipfelkreuz. Ich möchte gern da lang. Platsch. Bla, plutsch, platsch, plutsch, plitsch. Platsch, 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 platsch. So, mal gucken, wenn ich da könnte ich...
gibt ja keinen Aufgang, nicht? Nicht wahr? Nicht? Keinen Aufgang, nicht? Ja, doch, so könnte es gehen. Ah, siehst du das? Das liegt irgendwie an Forge. Ich habe deshalb Maus und Mauspad ausgetauscht. Das Geld hätte ich mir sparen können. So, oh, ist ja Heierzeit gleich schon. Das ging ja wieder schnell, ne? Bist du denn bald da? Ja, ich habe nur noch für dich Leben abgebaut. Ich bin in Sichtweite des Gipfelkreuz auf einem anderen Gipfel, auf den ich vielleicht auch noch ein Gipfelkreuz gleich setze, ein anderes. Jetzt setze ich erstmal mein Bett. Oh, das ist schön, warte mal. Wir müssen mal kurz chillen hier, die Zuschauer und ich. Wie schön. Ich muss jetzt mal wieder einen Kilometer vom Turm weglaufen, um zu gucken, wie das passiert. Ja, halt dich bitte fürs Bett bereit. Es ist nämlich jetzt Bettzeit. Ja, ich habe ein Bett dabei. Bin im Bett.